Und wenn das Mikrofon nicht gemutet ist, dann klappt das auch. Herzlich willkommen hier beim Spiel Biumen gegen SBQR. Wer ist wer? Biumen ist blau, soll ich jetzt Zettel schreiben? Ja. Hä? Ja. Und wer ist blau? Biumen, vielfacher Weltmeister in blau und SBQR in rot. Die Roboter sind jetzt auf ihre Position gelaufen. So, das Spiel beginnt. Anstoß für Biumen. Spielen den Ball aus dem Mittelkreis hinaus. Wahrscheinlich einen Pass. Wahrscheinlich einen Pass für den Mitspieler gewesen. Hat nicht ganz geklappt. SBQR jetzt am Ball. Biumen haben es gesehen und haben einen Seitwärtspass gemacht, der auch ganz gut beim Mitspieler gelandet ist. Ein weiterer Seitwärtspass. Großes Kino. Mal sehen, wie SBQR damit zurechtkommt. Biumen, denke ich, ist der Favorit für diese German Open. Da kann man ziemlich gut sehen, was mittlerweile mit dem Now möglich ist, wie weit die Liga ist. Biumen jetzt kurz vorm Tor von SBQR. Der Torwart schmeißt sich und der Ball geht aus. Von Biumen ausgespielt und damit wird der Ball zurückgesetzt auf die Mittellinie. Dezente Ansage von hinten. Jetzt die Chance für SBQR. Die Spieler von Biumen jetzt alle weit weg vom Ball oder hinter ihm. Wenn er jetzt Richtung Tor relativ schnell kommen könnte es ziemlich gut klappen und das 1-0 fallen. Biumen jetzt aber auch nah am Ball. Es wird um den Ball gekämpft. Kann sich vorm Ball drehen, versucht seitwärts zu passen. SBQR kann den Pass abfangen. Das ist das Beste, was man machen kann. Je weiter man weg man steht, umso größer ist die Chance, dass man den Ball abfälscht. Wenn Sie Fotos machen oder Videoaufnahme, bitte, die Teams freuen sich darüber, auch über die PR, aber bitte schalten Sie Ihren Blitz aus. Der könnte die Roboter ein wenig irritieren und die Bilder werden auch nicht besser. Die Bilder werden durch den Blitz unbedingt nicht besser und die Roboter sind irritiert. Es wäre schön, wenn das ohne Blitz geht. Vielen Dank. Jetzt, das Spiel findet vorm Tor von SBQR statt. Jetzt schwierig. Ich bin sprachlos, das kam selten vor. Jetzt ist noch alles offen. Biumen hat jetzt freie Bahn, schießt aufs Tor, trifft den Pfosten und der Ball rollt weiter vom Tor weg. Problem für SBQR, der Torwart schaut nicht Richtung Spielfeld, er guckt lieber das Publikum an und macht eine Show. Dem Blitzemann habe ich schon gesagt. Ja. So. Biumen macht weiterhin Druck Richtung Tor, der Torwart scheint sich nicht zu interessieren. Die Chance jetzt für Biumen, sie schießen und damit fällt das 1-0 für Biumen. Der Torwart von Robo Iron hat das Spielfeld verlassen, hat der Schiedsrichter gepfiffen von SBQR. Ich habe ein Schild schon hier, aber das geht hier die Spiele wie das Brezelbacken, da tauschen die Teams so fix. Die Spieler haben ihre Positionen erreicht. Wir befinden uns im Set. Illegal positionierte Spieler werden dabei gesetzt, beziehungsweise die Spieler können den Ball sehen. Wollen teilweise wissen, ich glaube, die einen nur zu viert spielen. Ach so. Warum spielen die Teams mit unterschiedlichen Anzahl von Robotern? Ab diesem Jahr ist es erlaubt, bis zu 5 Spieler pro Team zu spielen.
Aber das Problem ist, es gibt auch andere Herausforderungen. Das Feld ist größer geworden, das heißt, die Algorithmen für die Ballerkennung, für die Linienerkennung müssen besser werden. Und viele Teams haben ihre Teamstrategie noch nicht angepasst. Was nützt es mir, wenn ich bis zu fünf Angreifer habe, die alle gemeinsam auf dem Ball rennen und sich gegenseitig umrennen? Also spielen die Teams lieber in einer Konfiguration aus den letzten Jahren mit 3 oder mit 4 Spielern, wo sie wissen, das funktioniert. Beziehungsweise es kann auch gut sein, dass Roboter defekt sind und deshalb Teams mit weniger Robotern spielen. Also es hat mehr oder weniger taktische Gründe, beziehungsweise Gründe aus der Entwicklung. Wie man hier auch sieht, dass es die Standardplattform liegt, das heißt, alle Teams haben dieselben Roboter, dass es ein Wettbewerb der Algorithmen ist, der Software, die auf den Naos läuft. Niemand hat die Erlaubnis, Modifikationen an der Hardware durchzuführen. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr, sehr ausgeglichen. SPQR hat jetzt 2 Spieler von Behuman ausgespielt, rennt Richtung Tor, wird bedrängt von Behuman, hat aber anscheinend jetzt den Ball verloren. Behuman schafft es sich, zwischen Ball und gegnerischen Spieler zu stellen. Der geht zur Seite, die Chance nach vorne zu passen für Behuman. Ganz Richtung Tor, der Torwart sieht den Ball nicht. Oh, da hat SPQR mehr Glück als Verstand, dass der Torwart da stand. Es war keine Absicht. Problem für SPQR, es darf auch kein Spieler reinrennen Richtung eigenen Strafraum. Da darf nur der eigene Torwart spielen. Die Spieler von Behuman dürfen in beliebiger Zahl reinrennen. Eventuell erkennt er am Seitenrand Leuten mit roten Oberteilen und Co. als Ball. Jetzt hat er es mitgekriegt, dass da ein Ball ist. Versucht zu schießen und rettet den Ball nochmal vor dem Spieler. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Ein weiterer Spieler von Behuman geht jetzt Richtung Ball. Pass Richtung Tor, geht über die Linie und der Ball wird zurückgelegt auf die Mittellinie. Verlässt ein Spieler das Feld? Ja, damit der Spieler von Behuman 30 Sekunden draußen, das war ein Foul. Wie man sieht, es geht nicht immer alles gut. SPQR jetzt vorm Tor von Behuman. Wenn sie schaffen, schnell zu schießen, könnten sie eine Chance haben. Der Verteidiger schläft nicht, ist sehr, sehr aggressiv dabei, kann den Ball erstmal abfälschen und SPQR aus dem Spiel bringen. Jetzt muss da jemand hinter. Entweder von beiden Teams, die Gefahr ist noch nicht gebannt, beziehungsweise das Tor noch nicht gefallen. Jetzt wird es natürlich schwieriger. 2 Spieler von Behuman vorm Tor. Da schläft die Verteidigung nicht. Kampf um den Ball. Leicht abgefälscht, SPQR schneller am Ball. Sie müssen aber jetzt nach vorne. Da ist nicht viel Zeit, sich um den Ball zu drehen oder sowas. Wer seitwärts kicken kann wie Behuman, hat da deutliche Vorteile. Das spart jeweils 5 bis 10 Sekunden, um vernünftig schießen zu können. Jetzt die Chance für Behuman nach vorne zu passen, spielt am Spieler von SPQR vorbei. Vorne steht leider kein Spieler von Behuman, der den Pass annehmen könnte. Hätten sie Glück gehabt, wäre es auch sehr, sehr gut möglich gewesen, dass der Ball bis ins Tor geht. Der Torwart scheint recht inaktiv zu sein. Inaktiv zu sein. Der Pass wurde abgefangen. Sehr, sehr schöne Szene. Kampf um den Ball entbrannt. Oh, das sieht nach Ballholding aus. Der Roboter darf den Ball nicht zu lange zwischen den Beinen behalten. Ballholding, das ist auch ein Foul. Der Roboter ist draußen. Die Chance für SPQR. Sie müssen jetzt schnell nach vorne. Behuman darf die nicht überholen, weil sie laufen etwas schneller. Oh, man sieht, der Roboter hat es geschafft, davor zu kommen. Blockiert SPQR.
Beide bedrängen jetzt SPQR. Der Spieler kommt durch. Bjumen spielt SPQR aus, schießt Richtung Tor auf den Spieler von SPQR. Da haben sie mehr Glück als Verstand. Das war nicht berechnet. Das ist wahrscheinlich guter Zufall. Oder gute Videoanalyse der letzten Spiele, man weiß es nicht. SPQR schafft es, am Bjumen-Spieler vorbeizuschießen, aber auch da ist niemand, der den Pass annehmen könnte. Das Spiel ist sehr ausgewogen. Das Spiel findet sehr, sehr viel in der Mitte statt. Der SPQR-Spieler jetzt ausgespielt. Bjumen jetzt richtet sich Richtung Tor aus. Der Spieler, der sonst immer die Pässe abgefangen hat, wird bedrängt von Bjumen. Die Chance. Und damit sind wir in der Halbzeit.